Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 7. Juni, 2, nee, Dienstag, den 8. Juni 2021, und unser DAX zeigt sich weiter relativ friedlich, ruhig, entspannt, lässt sich ja nicht viel anbrennen, bringt auch nicht viel Stress drauf. Hat zwar einen Abwärts gibt zum Montag gestartet, das hat ihm ein bisschen, naja, es hat ihm ein bisschen den Tag verhagelt. Ne? Wir hatten ja darüber gesprochen, was wäre, wenn hier oben ein Aufwärtsgap an der lila Linie kommt. Das haben wir vielleicht ein bisschen zu sehr betont. Das haben wir die letzten Wochen auch immer mal wieder montags zu sehr betont. Dann kam es Dienstag und dann kam Dienstag die fette Rutsche weg. Das wird sehr, sehr, sehr interessant werden jetzt zum Dienstag. Im Grunde kann man sich ruhig die Analyse, wie wir sie hatten, für gestern auch nochmal für den Montag vornehmen. Da hat sich jetzt nicht so viel dran geändert. Die Ausgangslage ist nahezu die gleiche. Wir stecken noch immer in der Verkeilung drin. Der DAX hat deutliche Probleme, oben auf den neuen Hochs Trenddynamik aufzufallen, aber fällt auch erstmal nicht. Eine Keilauflösung ist insofern immer ganz interessant, dass sie unten raus, sie unten raus deutlich Dynamik entfachen kann. Aber die Sache ist auch, ein Keil kann auch regelwidrig auflösen, also entgegengesetzt der erwarteten Richtung, in Trendrichtung einfach. Und dann wird dann ein ganz normaler Channel, ein ganz normaler Trend drauf, beziehungsweise eine Trendbeschleunigung. Da haben wir jetzt die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen, was passiert, wenn der DAX hier oben raussteigt. Und muss man so sagen, ne? Also 8,30, 8,50, 900, 49, das sind alles so Bereiche, die dann leicht erreicht werden können, in dem Moment, wenn der DAX per Stunde dann hier oben eben diesen Kanal rausnimmt oder diese Verkeilungslinie rausnimmt. Die liegt jetzt so aktuell um 57, 67. Da sollte man halt zum Dienstag ein bisschen aufpassen. Vielleicht kriegen wir ja nochmal einen Aufwärtsgap in die Richtung und dann muss ich zeigen halt. Das gleiche Spiel wie jeden Dienstag bisher. Und Aufwärtsgap und hart runter. Oder er nutzt halt mal dann die Vorlage, wenn sich wirklich alle dann reinstellen und sagen, ah, jetzt kommt aber der Turnaround da, das hat er die letzte Woche immer wieder gemacht, und alle hauen einen Short rein, die Privaten. Ne, und dann frisst er sich richtig oben durch die ganzen Shorts durch und buttert da einen nach dem anderen raus. Also für mich entscheidet sich das tatsächlich hier an der Linie, die ist für mich relativ wichtig. Sollten wir natürlich einen Aufwärtsgap kriegen und Schwäche nach unten, harte rote Kerzen, ähnlich wie wir das gestern beschrieben haben. Dann ist natürlich Short legitim, so aus der Hüfte heraus würde ich sagen, noch nicht. Noch nicht zu früh das Pulver verschießen. Da lieber die Signale erst abwarten. Das sind noch keine bedrohlichen roten Kerzen. Da sollte man sich noch ein bisschen Geduld üben halt. Ne? Also da müsste jetzt mindestens mal eine 600 unten rausnehmen. Mal anfangen mit einer 665, 660 vielleicht. Die nach unten rauskegeln, dann die 600. Dann wird es unten raus schon wieder ein bisschen lockerer. Allerdings hier kleine Unterstützung dann im Bereich um 550 schon wieder. Solange da noch nicht runter geht, ist ja auch erstmal noch nichts angebrannt. Ne? Wir haben auch im Tagesschart drüber gesprochen, dass er ja durchaus dort aus dem Band auch oben raussteigen kann oder unten. Momentan bewegt er sich deutlich oben am Band entlang, was hier definitiv Übertreibungspotenzial auf der Oberseite schafft. Also das ist spannende Situation. Die Verkeilung, die ist allgegenwärtig, die ist für jeden erkennbar. Aber ein Keil, der löst, das erkennt man, wenn der Keil auflöst. Das erkennt jeder, wenn ein Keil auflöst. Und dann muss man aufpassen, dass man auch das Ziel vor Augen behält, weil das ist dann wirklich eher im Bereich um Keilursprungs zu suchen. Und der ist ja doch ein deutliches Stückchen tiefer, auch unterhalb der 15.000. Und solange der da aber nicht mit langen, dynamischen, großen roten Schritten nach unten anfängt loszurennen, dann lieber noch nicht zu viel verausgraben und vielleicht Stück für Stück auch von hoch zu hoch einfach versuchen, vielleicht noch ein paar Punkte Long mit rauszunehmen. Immer wieder aus der Ruhe raus, wenn er ruhig wird, wenn er ruhig, stabil sich wieder eindreht von Rücksetzern und dann wieder das Köpfchen nach oben neigt, ist immer kurz davor, bevor wieder neues hoch macht. Das Spiel kennen wir jetzt schon ein paar Tage und das hat auch noch Platz. Also der Bereich in diesem Sinne für mich dort sehr entscheidend. Auch für eine mögliche Trendbeschleunigung oder halt dieses übliche, was wir die letzten Wochen immer wieder hatten, Aufwärtsgap und dann aber ab die Fahrt, schön den ganzen Tag nach unten durchzimmern. Das würde auch gut zum Dienstag passen, war die letzten Wochen auch immer wieder Dienstag. Aber wirklich, da muss man sehen, dass der Sprecher rein. Man muss wirklich sehen, dass er das Gleiche machen will wie die letzten Wochen. Dann kann man sich da auch seine Punkte holen. So, mehr können wir hier eigentlich gar nicht sagen. Wir haben über die 665 gesprochen, wir haben über die 600 gesprochen, haben wir oben über den Bereich um 57, 67 gesprochen, was da drüber passieren kann. Wo wäre das Ziel, wenn die 600 reißt? Haben wir auch gesagt, die 550, mehr glaube ich, wird gar nicht relevant werden zum Dienstag.
Und damit haben wir ihn eigentlich gut abgesteckt und abgegrenzt. Gucken in den Tageschart nochmal rein. Er ist weiter dabei, das Band da oben aufzudehnen. Weiter auf grünen Tageskerzen. Hier spricht jetzt erstmal noch nichts dagegen, dass der umkippt. Das sind erstmal noch, sieht alles noch ganz gut und stabil aus. Sind zumindest keine Verkaufssignale, sind eher Kaufsignale, was hier setzt. Und von daher sollte man vielleicht auch neue weitere Hochs mit einplanen. Und dann kritisch würdigen, wie kommt die? Da sieht man sogar am Tageschart, dass das eine Verkeilung ist. Das ist schon, also wenn man es im Tageschart sieht, dann ist es schon wirklich eine. Aber wir haben auch schon oft genug gesehen, dass Verkeilungen einfach in Trendrichtung dann aufbeschleunigen und nicht wie erwartet auflösen. Also von daher nicht zu sehr dagegen stellen und auf der Shortseite erst aktiver werden, wenn man wirklich Schwäche wahrnimmt, wenn man sieht, okay, jetzt geht es in die Auflösung, dann hat man einfach mehr gekonnt, als wenn man sich immer wieder am neuen Hoch dann ausstoppen lässt oder die ganze Zeit ins Minus rein Positionen aussitzt, die Tag für Tag sich immer weiter vom Einstand entfernen. Und wenn dann der Markt beschleunigt, ne, dann ist man so und so in der Opfersituation, dann kann man nur noch falsch reagieren. Und dann hat man eh verloren. Und das macht der Markt immer wieder ganz gerne, deswegen möchte ich das nicht unterschätzen. Wer das Video für den Montag nicht geschaut hat, sollte sich das mal nochmal mit angucken. Da sind wir sehr genau drauf eingegangen, dass das den Leuten unheimlich schwer immer fällt. Und dass wir immer ganz, ganz, ganz viele sehen, die da richtig viel Kohle verlieren, auch weil sie dann mit dem Kopf einfach gegenstehen. Sie stehen quer, sie kriegen es nicht verarbeitet, warum der Markt dann da schneller wird, hauen dann immer dagegen und immer mehr und immer mehr und immer größere Position größer. Und dann fängt der irgendwann aus und geht völlig dann aus der Erwartung raus, geht vielleicht auch in Bereiche, die man jetzt so nicht vielleicht auf dem Radar hat, ne? Und beschleunigt immer weiter, macht dann einen langen Tag bis zur Seite, noch einen weiteren und dann platzen überall die ganzen Konten. Das sind so Stellen hier halt, da muss man mal ein bisschen aufpassen. Die Stellen, die gibt es nach unten, die Stellen, die gibt es nach oben. Das ist so eine Stelle, wo es nach oben ein bisschen gefährlich wird. Und da sollte man einfach flexibel bleiben, auch mal absägen, Positionen, wenn es nicht gut läuft. Ja, und auf eine klare Signallage warten und sich nicht zu sehr gegen den Trend stellen. Ja, das ist da, denke ich, ganz wichtig. Okay, Freunde, damit, wir haben das gestern alles schon besprochen. Bleibt weiterhin gültig. Wir haben das noch nicht bekommen zum Montag, was wir haben wollten. Hat ihr hier so einen Unterbrechertag reingestellt? Das kann jetzt zum Dienstag eigentlich genau das gleiche kommen, was wir zum Donnerstag, für den Montag erzählt haben. Von daher im Zweifel das Video nochmal angucken. Aber ich glaube, ihr habt es noch im Ohr. Und damit würde ich jetzt hier zumachen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Klingen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschö.